Das Kreispokalfinale zwischen dem SSV Neustadt Sachsen und der SG Kesselsdorf auf Team Rabenfront wird präsentiert von Team Bro und dem Sporthaus Aubold. Es ist wieder Zeit. Endlich wieder Kreispokalfinale. Herzlich willkommen aus Schmiedeberg. Und ja, auch der Lösnitzdackel lässt sich blicken. Das perfekte Rahmenprogramm für beide Mannschaften. Der SSV Neustadt Sachsen trifft auf die SG Kesselsdorf. Beide Mannschaften aus der Kreisoberliga. Die Kesselsdorfer noch mittendrin im Aufstiegsrennen, wollen das Double in dieser Saison schaffen. Und sie sind vor dieser Partie der Favorit in diesem Spiel. Das steht auf alle Fälle fest. Neustadt-Trainer Lukas Völker, liebe Grüße an der Stelle an den Arbeitskollegen, will dem mit seiner Mannschaft entgegenstehen, hinein in die Partie. Und es dauerte keine 30 Sekunden, da war der erste Aufreger. Klinger mit dem Arm klar am Ball, der Pfiff blieb aus, für mich eine Fehlentscheidung des dennoch sonst souverän agierenden Schiedsrichtergespanns. 400 Zuschauer waren in Schmiedeberg dabei und auch wenn der Platz in Schmiedeberg der Kunstrasen etwas hart war, machte das den Teams nichts aus. Erster Abschluss Florian Willner, fasste sich ein Herz, der Ball rauschte knapp am linken Pfosten vorbei. Das Spiel in Halbzeit 1, sehr offen, perfekter Ball auf Niklas Wolf, macht alles richtig, umkurvt den Torhüter und macht nicht den Führungstreffer. Was für eine Riesenchance, auch zum Entsetzen der mitgereisten Fans. Das hätte die Führung sein müssen. Hier macht er alles richtig und dann der Ball einen Tick zu weit links gespielt. Kullert knapp am Pfosten vorbei. Besser macht es der vermeintliche Underdog. Willner auf Außen bringt die Flanke und da ist am langen Pfosten Hatschi mitten im Flugkopfball. Was für ein Treffer durch Sadek Hatschi. Elegant schweißt er das Ding im Kasten unter. Gilt eigentlich als introvertierter Kerl mit Hang zu bunten Fußballschuhen. Aber beim Jubeln, da sprudelt die Freude aus ihm raus wie aus einer geschüttelten Seltersflasche. Und na klar, 5 Minuten vor der Pause der psychologisch optimale Zeitpunkt. Aber noch war nicht Pause. Werner bekommt da den Ball im Mittelfeld und fasst sich einfach mal ein Herz. Aus der Distanz stark gemacht, Reichelt aber zur Stelle, faustet den Ball zur Seite weg. Das wäre natürlich die perfekte Antwort auf den Führungstreffer gewesen. Mit einem Rückstand ging es für Kesselsdorf und Spielertrainer Franz Seifert in die Pause. Der Kegelliebhaber, der beim Training gern mal 50 Kegel über den Platz verstreut, ist mittlerweile als Allrounder 4 Jahre im Amt. Rein in die zweite Halbzeit und Kesselsdorf übernahm das Zepter. Wolf taucht da vollkommen frei auf vor Reichelt. Bekommt nach der Flanke von Richter aber nicht genügend Druck hinter den Ball. Eine Chance, die definitiv mehr Potenzial hatte. Wolf aufgrund seines Hautons als Sonnenliebhaber bezeichnet. Frech, was die Teamkollegen da manchmal loslassen. Die Zuschauer der Kesselsdorfer sahen aber, dass ihre Mannschaft spielbestimmter wurde mit zunehmender Zeit. Die hatten Chancen im Minutentakt. Lotze bekommt den Ball am Strafraum, tanzt sich da einfach mal quer durch den Strafraum, schießt. Reichelt wieder zur Stelle. Bitter, was Kesselsdorf hier an Chancen liegen ließ. Aber Reichelt im Tor der Neustadt. Einfach auch klasse heute aufgelegt. Bei Neustadt machten sich die Kräfte dann aber bemerkbar. Ex-Trainer Dieter Kling, der gewann den Pokal 2021 als Cheftrainer gegen Pesterwitz, musste hier vom Platz und den Kräfteverschleiß nutzen. Die Kesselsdorfer dann endlich aus ihrer Sicht Eckerichter und dann Wolf. So viele Chancen hatte er. 2 dicke Dinger ließ er liegen, traf er zum Ausgleich. Na klar, der war verdient. Wolf, der Treffer, den hatte er wohl vorher im Chemielabor schon ausgetüftelt. Der Dauerstudent soll wohl gerne mal etwas in der Chemieküche zusammenbrauen. Hier hatte er auf jeden Fall das Erfolgsrezept für den Ausgleich parat. Unentschieden nach 90 Minuten. Das bedeutete Verlängerung. Auch dort Kesselsdorf die bessere Mannschaft, angebrüllt vom Edelfan. Und wenn wir da sind, na dann haben wir natürlich immer was für euch. Bitteschön, der Chef himself, Franz Seifert. Großer Jubel natürlich bei den Kesselsdorfern. Was für ein Ding, dass der dort einschweißt. Bei Seifert müssen sie doch wissen, dass der treffsicher ist. Muss man sich nur die Familie anschauen. Er ist Vater von Zwillingen. Dann kochten die Emotionen etwas hoch. Verwarnung für beide Spieler. Was war passiert? Das Duell der beiden 18er, so könnte man es bezeichnen. Die bekamen sich da in die Haare, aber auch hier bewies der Schiedsrichter gespannt. Fingerspitzengefühl, verwandte beide Spieler, auch wenn hier gegebenenfalls Platzverweise im Raum standen. Kesselsdorf wollte den Deckel auf diese Partie jetzt drauf machen. Freistoß, Werner Reichelt kann nur abklatschen lassen. Dort steht der Bräutigam. Nee, der heiratet nicht. Konrad Bräutigam. 3:1, das war die Vorentscheidung. Bräutigam und Seifert, die führen seit der letzten Mannschaftsfahrt nach Prag übrigens eine innige Männerliebe. Getreu dem Motto, was in Prag passiert, bleibt in Prag. Naja, ob das die Frauen so begeistert. Aber das werden die Jungs sicherlich mit viel Charme klären. Hier haben sie erstmal die Route Richtung Pokalsieg geklärt. Dann mal wieder Neustadt. Die gaben sich nicht auf.
Tam mit einem gefährlichen Freistoß Richtung Tor. Der wird erstmal geklärt. Dann ist es ein Mix aus Kuddelmuddel und bisschen Flipper. Der Ball wollte aber einfach nicht im Tor landen. Das hätte der Partie natürlich nochmal eine Menge Würze und Spannung verliehen. Nun hieß es Kraft tanken, vor allem für die Neustädter, denn die wirkten platt und das zeigte sich leider auch. Wolf tanzt sich dadurch mit seinem Solo, schweißt das Ding ein 4-1-Deckel drauf. Am Ende vielleicht sogar ein Tor zu hoch, aber verdient allemal. Niklas Wolf, Chancen hatte er für 5. Am Ende machte er 2 ganz wichtige Tore, die der SG Kesselsdorf den Pokalsieg schenken. Denn danach war Schluss. Kesselsdorf schlägt Neustadt 4-1. Glückwunsch an Kesselsdorf, aber auch an Neustadt, die sich mit ihrer Leistung hier definitiv nicht verstecken mussten. Also wir freuen uns natürlich jetzt sehr, dass wir das gewonnen haben. Nein! Wir freuen uns, dass wir das gewonnen haben. Wir haben es ja in dem Kreis noch nie gewonnen, das erste Mal. Und ich denke, man hat deutlich gemerkt, dass wir in der ersten Halbzeit nie unser Potenzial abgerufen haben und ein bisschen geflattert haben. Und das ist natürlich umso schöner, wenn wir es hinten raus dann noch drehen konnten. War ein klasse Finalspiel von beiden Mannschaften, das muss man sagen. Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Wir haben hier über 120 Minuten richtig guten Fight abgeliefert, das muss man sagen. Es war ein echt gutes Spiel auf hohem Niveau von beiden Truppen. Kesselsdorf natürlich verdient gewonnen. Ich sag mal, mit dem Kopf wollte ich ihn nehmen. In der Phase sehr, sehr schwer getan, waren viel um den Strafraum rum, aber keine klaren Chancen. Dass dann so ein Tor fällt natürlich, sag ich mal, mit anschließendem Jubel à la Thomas Müller, umso besser. Und ab dem lief es ja ein Stück besser. Neustadt feiert einen großen Pokalfight und Kesselsdorf darf den Pokal in die Höhe strecken. Da wird ordentlich gefeiert. Das haben die Jungs sich auch verdient. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Aufstieg, oder? Das war's von uns. Wir wünschen euch eine geile Woche. Bleibt sportlich und bis bald auf dem besten Kanal auf YouTube. Euer Team Rabenfront.